Scheiß doch drauf. Die kosten nur 1 Euro. Ja, okay. Feuerfrei. So, oh, davon legen wir aber auf jeden Fall was ins Auto. Die Hälfte oder naja, so. Naja, braucht man, denke ich. Ich glaube, jetzt geht es echt richtig ab. Ich glaube irgendwie, dass wir das jetzt alles brauchen werden noch. So, jetzt brauchen wir die MP-Munition, bitte. Genau. Ei. Hier, 9x19. Auf. Links die. Ah, 9x19. 9x19 Millimeter. 500. Also du weißt, dass die Schuss bei der Waffe schnell weggehen. Ja, ja. Deshalb, hol heraus. 500 Schuss? 250 von mir aus. Oder auch 500, ist mir egal. Nimm 300. Alter, hab ich auch gerade gedacht. Ist vollkommen egal. So. 300 Schuss. So, 4000 braucht mir. Und jetzt ist die Frage, pass auf. Das ist hier Gewehr. Das hat eine Reichweite von 300. Mhm. Gewicht 3,8 Kilo. Wie viel Kilo hat das? 280 Reichweite, mehr nehmen wir aber auch gepimpt halt, ja. Feuerrate von 110. Die hier hat eine Feuerrate von 132 voll. Nachladen, 0 Abnutzung, Magazin bei 30. Ist sogar ein Zielfernrohr dran. Ja, die Frage ist halt, grundsätzlich Farmers oder AUG? 8,3,8, kein angehängendes Zielfernrohr. 5,56 mal. Das ist dieselbe Munition. Das ist die, wie das amerikanische Gewehr hat, gell? Ja. Also theoretisch könnten wir unser Amerikaner. Ich weiß nicht. Brauchen wir jetzt überhaupt hat noch ein Gewehr? Dieselbe Munition wie die Amerika. Also wenn wir ehrlich sind, brauchen wir im Moment noch ein Gewehr. Weil wir haben das amerikanische, wir haben noch ein russisches und wir haben noch ein. Noch irgendwas im Auto liegen. Wir haben vieles im Auto liegen, ja. Also brauchen wir kein Gewehr eigentlich. Eigentlich nicht. Wir sollten einfach mal warten. Wenn du der Meinung bist, dass wir jetzt übel viel ballern werden, dann werden die Gewehre ja langsam auch kaputt gehen. So, und dann warten wir einfach und dann kaufen wir es das nächste Mal ein österreichisches oder ein französisches. Was hältst du davon? Ja, Österreich wäre schon geil, wenn wir es uns irgendwann mal kaufen würden. Ja, können wir machen. Ich habe die Auge. Im Moment kommen wir noch super damit klar. Die Auge ist eine meiner Lieblingswaffen, von daher. Holen wir die uns dann. Ja, gut, gucken wir, wie es verläuft. Okay. Alles klar, ich habe übrigens 80 Orangen. Rechnen wir 40 mal 0,15. Kommst du da auch auf 4,5 Kilo? Ich glaube schon, ja. Nee. Was ich habe nicht verrechnet. Ich habe 3 mal mit 4 mal. Ja, nee, das wären dann 6 Kilo. 6 Kilo mit 4,5. Aber es sind 80. Ja, aber ich habe vorhin gerechnet und haben denen gesagt, dass es 4,5 Kilo ist. Jetzt denkt jeder, der sieht, ich wäre doof, Alter. Das haben wir da, ey. Okay. Na gut, egal. Dann sind wir jetzt hier fertig. Boah, Alter. Ich kann dir gerade sagen, ich hab gerade. Pass auf, ich wäre dafür, dass wir noch ein, zwei Sachen ablegen ins Auto rein. Weil wir haben nicht mehr 4 Kilogramm. So. Ja. Die hier kommen auf die 5. Das Scharfschützen auf die 6. Die Granaten auf die 8. Und die Kamera bleibt auf der 9. So, können wir noch irgendwas in den Kofferraum reinlegen? Alter, Batz. Wir haben hier ein RPG, einen Granaten davon drin. Wir haben wir könnten Fort Knox einnehmen. Wir haben eine Maschinenpistole da drin liegen, die niemand braucht. Richtig. Die noch krachneu ist. Ja, wir haben ein amerikanisches Gewehr, das krachneu ist. Okay. Wir haben nicht krachneu, aber. Wir haben zwei Wechselreifen. Eine Schrotflinte, die niemand braucht. Das sind alles nur so Hartz-IV-Waffen. Schau mal, ob du das Bild bei dem Kunstsammler verkaufen kannst. Oder von mir aus kann ich das auch demnächst machen. Wir haben doch hier den Kunstsammler im Dorf. Weißt du noch, wo der ist? Der Schatzsammler, ja. Aber der braucht dafür einen. Was sammelt der? Doch, der sammelt alles. Alle Schätze und sowas. Und der hat ein Xenus-Fragment, aber das ist im Moment zu teuer. Boah, leck mich am Arsch. Bitte? Leck mich am Arsch. Sowas sagt man nicht im Internetfernsehen. Doch. Alter, wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr, ist dir das klar? Toll. Wir haben auch ja, ein Auto. Für mich ist das toll. Ja, wir haben auch ein Auto. Ja, es ist auch wichtig. Autos braucht man. Nee, Quatsch, hast du natürlich vollkommen recht. Alter, ich liebe so Missionen jetzt. Jetzt wird's mega geil. Alter, das wird jetzt krass. Einfach nur krass. Ach, verdammt! Oh oh. Wie sind wir nochmal? Das ist doch unglaublich, wir sind immer noch in demselben. Destroy. Ich hoffe, dass der Gunslinger jetzt nicht zu uns kommt direkt. Wolltest du nicht zum Kunstliebhaber? Doch, Pen. Aber der Gunslinger kann sich jetzt erstmal in den Popo machen, Alter. Bitte? Was ist denn das für eine Wortwahl, Mensch?
Unsere ehemalige Englischlehrerin hätte gesagt, Maurice. Maurice. Okay, so. Auf geht's. Ja, wir wissen das. Okay. Wie hat der Mörder ausgesehen? Naja, ganz normal. Du schaust, als ob du gut bei Kasse wärst. Vielleicht kann ich mich für 10.000 Pesos besser erinnern. 1.000. Ja, ist egal. 1.000 Pesos natürlich. 10.000, dann würde ich ihn jetzt erschießen. Ach, mach, was du willst. Nimm das Geld. Jetzt erinnere ich mich plötzlich. Ängstlicher Kerl, nicht sehr groß, ziemlich dürr. Aber ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Fast kahl und er hat eine komische Tätowierung. Ich konnte kaum etwas erkennen. Ach ja, und er hatte nur ein Auge. Aber der Blick, mit dem er mich damit angesehen hat, als würde mich durchbohren wollen, er hat seinen starren Blick. Danke, Kollege. Der Mörder also mit dem Auto. Wir wissen, dass es ein Hero ist, aber ich glaube, Mensch, du... Wir müssen auf jeden Fall weiter fragen, also, vermute ich. Der Mörder war also mit dem Auto unterwegs? Ja, ja. Kostet dich eine Kleinigkeit, da. Das ist okay, ich will nicht mit dir streiten. Hier ist das Geld. Oh, okay, vielen Dank, Senior. Das Kennzeichen lautet 64836KL. Ich frage mich bloß, wie lange es dauert, bis die Polizei hier ist und mir dieselben Fragen stellt, die ich dann ganz umsonst beantworten muss. Der provoziert. Und wir haben die Missionsliste aktualisiert. Jetzt wahrscheinlich geht zur Polizei. Ein Schatten! Das ist der Mann. Oh Mann. Schade. Schon wieder. Ich habe das Autokennzeichen, sollte zur Polizeistation gehen und dort den Halter ermitteln lassen. Dieser Blick, den hättet ihr jetzt müssen sehen. Das überleben und jetzt hätte ich den erschossen. Genau das. Stellt euch vor, wir hätten ihn eben wirklich umgebracht. Jetzt überlege ich aber gerade mal, was für eine Scheiße mir jetzt gerade an. Jetzt überlege ich, kann das nicht. Jetzt ja, denk mal einfach nochmal. Ich bin mir, also du musst vor allen Dingen sowieso warten bis zum Morgenanbruch. Deshalb geh mal zu dem Kunsthändler und verkauf dem das hässliche Bild. Ich glaube, das ist kein Kunsthändler. Das ist ein plus Schatz. Ja, frag den mal, ob der das Bild kauft. Wo ist der dann überhaupt? Ja, du weißt auch nicht mehr, wo der ist. Gut so. Okay, ich auch nicht. Aber ich glaube dann im dreistöckigen, ne? Könnte doch sein. Oh Gott. Enemy! Enemy! Ich bin mir schon ziemlich sicher. Enemy attack! Alert! Ich will ja jetzt nichts sagen. Aber. Wir sind, verzeih mir die Wortwahl, komplett am Arsch. Freunde, wir sind jetzt wirklich komplett am Arsch. Das bedeutet, wir müssen 17.000 Pesos auftreiben, damit der Don Pedro unseren Mann sucht. Und wir haben keinerlei Aufträge. Außer... Alter, verdammt, wir müssen jetzt hoch zu dieser, zu den Mafiosis. Ich setz mich sofort ins Auto. Zu welchen Mafiosis? Zum Botaniker und zu dem anderen. Nee, wir müssen zu den Guerilleros. Was? Nein, ich will nicht zu den Guerilleros. Okay, dann überleg dir zu wem. Oder willst du zu den Guerilleros? Nee, geh zum Botaniker. Guerilleros. Geh zum Botaniker. Ne, pass auf, du bist jetzt hier quasi der Herr. Okay. Jetzt frage ich dich, du darfst dich jetzt. Okay, dann befehle ich dir folgendes. Bitte? Nein. Was denn? Karte. Ja, lass mich jetzt mal die Mission machen. Mission. So. Es geht hoch zum Pedro. Und vom Pedro aus querfällt ein. Dann ist der vom Esteban aus querfällt ein. Alles klar, da fährst du jetzt hin. Feuer frei. Vorsicht, da oben ist. Mach mir bitte die Karte wieder an. Da oben ist ganz. Aber ich weiß, wo da dein Esteban wohnt. Von daher ist das egal. Wie gesagt, Vorsicht, da ist Gunstlinger. Ja. Alter, weißt du, wie bitter und verbappt das alles ist jetzt gerade? Ich glaube, dich versteht außer mir keiner, aber ja. Also, er hat gerade gesagt, wie bitter und verbappt das jetzt hier ist. Was auch immer verbappt
Also wir haben jetzt jedenfalls das Problem, dass wir auf keinen Fall die Polizei nach dem Kennzeichen fragen können. Wir wissen nur, der Mann war... Hat der ein Tattoo? Tattoo, ein Auge, das Kennzeichen haben wir. Irgendwas hatte ich mit einer Tatze im Kopf, aber das ist schon wieder von mir. Egal. Also der Kerl hat ein Tattoo. Der Kerl hat eine Klatze. Tja, wir haben uns das Spiel quasi unnötig länger gemacht. Ja. Was schon mit daran ist, wir können es bei der Polizei gar nicht gut machen. Und wie denn? Wir haben gar keine Aufträge von denen. Enemy Attack! Alert! Enemy Attack. Okay, also jetzt gehen wir zum Botaniker. Hoffentlich hat er keine so Aufträge wie Pflanze bitte mein Rübenfeld neu oder so etwas. Ja, wahrscheinlich. Ah, und ein Flugfeld vom Leonis. Genau, aber auf keinen Fall zum Carlos, weil der ist 16 Kilometer von hier weg. Ja. Bevor wir zu dem Obwohl gehen... Obwohl, der hat die übel harten Jobs wahrscheinlich, der bezahlt wahrscheinlich Amok. Bevor wir zu dem gehen, müssen wir wieder zu Hanias Kollegen in die andere Stadt schon. Aber ich gehe ungern in die andere Stadt, bevor wir nicht mit Don Pedro geredet haben. Ja, ja. Also wir gucken mal, wie gut die Botaniker und der Leonie bezahlen und dann müssen wir vielleicht noch bei den Guerillos. Ich will unbedingt wissen, wo der Kunsthändler ist. Wir müssen das auch definitiv wissen. Weil wenn wir ich glaube, ich weiß noch, wo der... Doch, ich weiß wieder, wo er ist. Okay, sehr gut. Der ist in dem Vorzimmer vor dem Architekten. Don't shoot with you. Weil vergiss nicht, wo ist der Architekt? Na, da gut, das wird dann... Aber immerhin, dann wissen wir, was wir suchen. Also, eins ist das Messer, zwei die Pistole. Drei die schallgedämpfte Pistole, vier das amerikanische Gewehr. Fünf sind die Doppelmaschinenpistolen. Sechs ist das Dragoner. Ja, das ist schön. Geil. Geil, also, jetzt geil, bin ich mal gespannt, was der Botaniker hier meint. Neben mir war gerade eine Schlange. Sieben. Don't shoot! Don't shoot, I'm with you! Ach, das ist nix. Alter, wir haben einfach noch so viele Waffen und die sind einfach so gut irgendwie. Unfassbar. Ne, doch, wir sind doch echt saugut. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es gut, wenn wir jetzt mit der Polizei reden könnten. Ja, das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, aber. Wolltest du jetzt Wasser aus dem Kaktus holen? Bear Grylls, ey. Mhm. Verdammt. Ey, komm, dass sich hier sowas mitten im Dschungel versteckt. Was geht denn hier, Alter? Ich kenn das hier noch. Kennst du das hier auch noch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Botaniker synthetisches Adrenalin anbaut. Ach Quatsch. Oh, das war der blödeste Satz im Universum. Entschuldigung. Was denn, warum? Okay, hör dir nochmal an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Botaniker synthetisches Adrenalin anbaut. Ich kann nicht. Ja, klar. That's all Myers. Erinnerst dich nicht dran. Mm-mm. Hier, den Boss. Zack. Den mussten wir umbringen. Ich will aber den Botaniker eigentlich nicht umbringen. Den mussten wir aber mal für die Regierung umbringen. Mhm. Welchen Himmel? Beim allerersten Mal, wo der Helikopter uns noch abgeschossen hat, alles. Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay, du bist jetzt der Botaniker. Mhm. Buenos dias. Hallo, Senor Myers. Entschuldige, aber bist du nicht der Doc aus der Stadt? Ich bin der junge Mann, der ehemalige Biologieprofessor von der Nationaluniversität Realia. Man nennt mich hier einfach den Botaniker oder auch mein Bruder Doc. Und was machst du hier? Das ist doch mein Geheimnis. Wir züchten STK-Pflanzen für Sintatrien. Wir bekämpfen jeden, der sich uns in den Weg stellt. So. Okay, hast du einen Job für mich? Wir haben immer einen Job für dich, Myers. Dieses Land braucht Profis wie dich. Okay, dann hau mal raus, mein Freund. Myers, ich habe den Eindruck, dass uns jemand unser synthetisches Adrenalin-K-Pflanze steht da. Von Nacht zu Nacht wird es weniger. Kannst du dich bitte darum kümmern? Ja. Wegen mir? Ich bin mir sicher, dass du das lösen kannst, Senior Myers. Okay. Detective Myers, auf in den Kampf. Wir müssen nach Spuren suchen. Dann weißt du was? Das ist wirklich ein richtig übler Fehler. Die bauen Pflanzen an für synthetisches Adrenalin. Na egal. Eigentumsdiebstahl. Warte, bis es Nacht wird, liquidiere die Banditen, dann zerstöre den LKW. Schau mal kurz auf die Karte. Haha.
Gut, schade, gar kein Scharfschützen. Brauche ich gar kein Scharfschützengewehr.